Luca, das 0-0 jetzt auswärts in Sofia gegen Ludogorets fühlt sich vielleicht wie eine Niederlage an. Wie siehst du das? Ja, im Moment ist es sicher so. Ist nicht so rausgekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben sicher wollen gewinnen, das Spiel. Wir haben auch, ja, ich glaube, ein, zwei gute Chancen gehabt, dass es möglich gewesen wäre, aber leider hat es nicht geklappt. Die zwei Chancen, die du angesprochen hast, man hätte unbedingt müssen einen Goal schießen, als einfacher geworden. Man hat es nicht gemacht, hat man vielleicht zu wenig Chancen rausgespielt? Ja, ich meine, wenn man nicht viele Chancen hat, dann muss man einfach die machen, die man hat. Und das haben wir heute nicht so gut gemacht. Aber schlussendlich haben wir in dieser Kampagne einfach zu wenig Goal geschossen auch. Und dann kannst du nicht so viele Punkte holen. Wenn wir die Ausgangslage anschauen, jetzt wie wir im letzten Spiel von dieser Gruppenphase, da haben gegen Arsenal Punkte und besser gesagt mehr Punkte holen im letzten Spiel als Ludogorets. Wie schätzt du jetzt die Chancen nach dem Match, um die Europa League noch zu erreichen? Ich meine, die Chancen sind noch da, wir glauben daran. Daheim können wir, glaube ich, gegen jeden einen guten Match zeigen. Und das streben wir an, dass wir Minimum einen Punkt holen. Aber wir probieren natürlich zu gewinnen.